wenn einer zu dir kommt und sagt, ich habe eine geile Idee, lass uns was zusammen machen und du merkst so, oh geil, irgendwie, ich glaube, es wird eine richtig fette Möglichkeit und du kannst kaum nachts schlafen, weil du so aufgekratzt bist von dieser Idee und du am nächsten Tag aufwachst und sagst, die Idee ist der absolute Hammer, aber sie bringt mich von der Vision weg, dann lass es sein. Das ist Fokus. Je häufiger du Nein zu Dingen sagst, desto fokussierter kannst du sein. Wenn du deinen Fokus auf einen scheiß Tag legst, wirst du überall Dinge sehen, die schlecht sind. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinen Fokus richtig setzt. Wenn du nicht an dir arbeitest, diese 30 bis 60 Minuten am Tag, und nicht in dich gehst, dann wirst du von den negativen Dingen im Laufe des Tages kommen einfach niedergeknüppelt. Du kannst nichts dagegen unternehmen, wenn du nicht anfängst, die Zeit für dich zu nutzen. Zum Mann wirst du dann, wenn Stürme kommen, wenn Herausforderungen kommen und am Schluss kommst du raus und sagst, geil, irgendwie bin ich da rausgekommen, ich bin gewachsen. Ich bin die Probleme angegangen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Nicht den Schwanz einzuziehen, wie es viele Männer heutzutage machen, sondern wirklich den Weg zu gehen. Es gibt Momente, wo man sagt, keine Ahnung, wie es da weitergeht und ich bleibe trotzdem drin. Solche Männer gibt es heutzutage kaum noch. Sobald es Probleme gibt, hauen viele Männer einfach ab und das ist traurig. Ich wollte früher in einem Tag irgendwie so 5 große Dinge schaffen und die langfristig. Ich habe letztendlich den Fokus verloren. Das macht dich als Mann aus, zu sagen, ich stehe hier, ich habe ein Problem, aber ich konzentriere mich auf die Lösung und auf das, was vor mir ist. Das ist Fokus.